Jo, servus Leute, mein Name ist MTC und willkommen mal wieder zu einem neuen Real Talk Video auf meinem Kanal. So, heute werde ich ein Thema behandeln, was eine schwarz-weiß Meinung mit sich trägt. Also quasi ein Thema, wo man sagen kann, ja, ich bin dafür oder ja, ich stimme zu oder nein, ich bin dagegen oder ich toleriere es nicht, ja. So, und zwar ist es ein Thema, was ich vor ein paar Wochen schon, quasi behandeln wollte. Und dieses Thema ist vor allem deswegen so interessant, weil ich euch als Zuschauer ja quasi frage, wie ihr zu dem Ganzen steht oder wie ihr es finden würdet. Kurz zur Story. Ich habe vor ein paar Wochen auf YouTube einen Kanal entdeckt, einen englischsprachigen Kanal. Und ich werde dieses besagte Video auch in der Videobeschreibung verlinken. Und zwar geht es um ein Video. Da sieht man quasi den Ersteller des Kanals, nehme ich mal an, und der führt quasi einen Prank aus. Also kein Prank von wegen, ja, Fake-Prank an meinem besten Freund, wie wir es eigentlich kennen von der Prank-Szene, sondern er sitzt quasi in der U-Bahn und hat eine VR-Brille auf. Also eine, ja, VR-Brille kennt man ja. Dort schaut er sich einen Porno an und hat quasi Kopfhörer auf. Allerdings sind die Kopfhörer nicht mit der VR-Brille verbunden. Heißt im Prinzip, er guckt sich den Porno an, man hört ja diverse Geräusche, die man halt nur mal hört bei einem Porno, und die außenstehenden Fahrgäste ja reagieren dann quasi drauf. So, und in dem ganzen Video sieht man überwiegend Leute, die anfangen zu lachen oder ihn filmen und lachen, denen es eventuell ein bisschen peinlich ist, aber sie lachen trotzdem. Und ja, schlussendlich ist man sich der Meinung, dass im Großen und Ganzen alle Leute, die sowas mitverfolgen, also sprich, ein Typ guckt sich ein Porno an, hat vergessen, die Kopfhörer aufzusetzen, aus Versehen, und die Leute reagieren ganz gelassen drauf. So, und jetzt kommt meine Frage an euch Zuschauer und an mich selbst. Wie würden wir Deutschen reagieren? Das Ding ist, die Gesellschaft in Deutschland ist ein Stück weit anders als die von Amerika. Wobei ich sagen muss, es gibt immer wieder ein paar Trottel, die ein bisschen ernster sind, und es gibt wieder ein paar Leute, die halt nicht so ernst sind und die halt eher so ein bisschen, ja, humortechnisch auf einem anderen Level sind als andere Leute. So, und zwar hat man ja durch dieses Video, wie gesagt, ich werde es mal in der Videobeschreibung verlinken, wenn es immer noch online ist, was ich ja glaube, mal in diesem Video gesehen, dass die ganzen Passanten, die dort geprankt wurden, in Anführungszeichen, dass sie das lustig fanden. Sie fanden es zwar teilweise peinlich, aber sie fanden es so lustig, dass sie es teilweise aufgenommen haben, wie der Typ reagiert. Also der Typ hat sich den Porno angeguckt und ja, man hat gesehen, dass er es in Anführungszeichen genießt, und es war natürlich nicht peinlich, weil er dachte, die Kopfhörer sind drin. Klar, der Grundgedanke war ein Prank, damit man halt schauen kann, wie die Leute halt so reagieren. Und im Großen und Ganzen haben sich die Leute darüber amüsiert. Und wenn ich mir jetzt das vorstellen müsste, ich sitze bei uns in einer Bahn oder in einem Bus oder in einem Zug, und jemand würde sowas abziehen, ne, sich eine VR-Brille rein aufsetzen und dann vergessen, die Kopfhörer reinzumachen, mit dem Grundgedanken, dass er die Kopfhörer drin hat, und würde sich dann Porno anschauen. Ich glaube mal, so wie ich die deutsche Gesellschaft einschätze, würde ich meinen, dass die meisten Leute den Kopf schütteln würden und würden sagen, oh mein Gott, wie frech ist das denn? Das ist total pervers und abnormal, und sowas müsste man anzeigen und rausschmeißen. Und ja, die Leute würden halt, ne, den Kopf schütteln und würden die Person ansprechen, würden sagen, ja, haben Sie denn kein Benehmen und was machen Sie denn? Und oh mein Gott, und boah, das ist ein Weltuntergang und so. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich will diese deutsche Gesellschaft jetzt nicht irgendwie verurteilen oder so, aber mir kommt es halt oftmals so vor, als wären die Amis halt mit vielen Sachen lockerer und so. Klar, es gibt auch viele Sachen, wo die Amis ein bisschen lockerer sind, wo es halt nicht so nice ist, wie mit den Waffengesetzen beispielsweise, aber dieses Video soll ja nicht irgendwie dazu dienen, dass man sich ja kurz über die Politik unterhält. Es geht einfach nur um dieses Video. So, wie gesagt, ich werde es euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Wie hätte ich persönlich reagiert? Würde ich in der Bahn sitzen oder in einem Bus oder in der, ne, U-Bahn, und jemand würde sowas machen, also sprich, er guckt sich ein Porno an und was weiß ich, ob es jetzt ein Prank ist oder nicht. Ich würde halt natürlich, ne, ich wäre ein bisschen aufmerksam, würde es beobachten und so, und wäre halt ein bisschen geschmunzelt darüber. Also ich meine, wenn es ein Versehen gewesen wäre, ich hätte darüber geschmunzelt. Ich meine, es ist eher selten, dass man einen Typ mit einer VR-Brille in der Bahn sieht oder in einem Bus oder sonst wo. Ja, weiß ich halt nicht, ne. Also das ist generell, die VR-Brille ist ja bei uns noch nicht so krass angekommen. So, deswegen, also ich persönlich würde es erstmal krass finden, dass überhaupt ein Typ da mit einer VR-Brille
was weiß ich, in der Bahn sitzt oder sowas, ja. Und wenn dann sowas passieren sollte, sprich, er guckt sich ein Porno an. Also ich würde drüber schmunzeln, weil ich halt einfach ein lockerer Typ bin. Aber ich glaube, die meisten würden es nicht tolerieren. Ich habe 2 bis 3 Leute gefragt und ich muss wirklich sagen, alle 3 von diesen besagten oder beziehungsweise befragten Personen haben gesagt, ja, ich find's nicht so lustig, weil, dann haben sie sowas gesagt wie, ja, stell dir mal vor, das sind Kinder in der Bahn und so und die hören das geht doch gar nicht und so, oder stell dir mal vor, das sind ältere Leute, man muss doch Respekt haben vor den älteren Menschen. Versteht mich jetzt nicht falsch und ich weiß nicht, ob ich nach dem, was ich jetzt sagen werde, unsympathisch rüberkomme oder generell unsympathisch sein werde, aber zum einen Kinder. Wenn ein Kind jetzt 5, 6, 7 Jahre alt ist und dieses Kind hört so ein Gestöhne, so von wegen, ich will es jetzt nicht nachmachen, ich bin kein Typ, der stöhnt, aber diese Geräusche halt, ne? Diese Flutschgeräusche und diese, was weiß ich, dieses, ne? Halt, ihr wisst, was ich meine, ne? Solche Geräusche. Was denkt sich ein Kind bei solchen Sachen oder bei einem Gestöhne? Gar nichts. Es denkt sich gar nichts. So, es ist genauso wie, wenn sich das Kind jetzt eine Serie anguckt und da ist jetzt irgendwie ein Wolf oder so und der Wolf sagt, ich habe einen buschigen Schwanz. So, wir Erwachsene, keine Ahnung, basteln uns da eine eigene Meinung drüber, ne? So, weil wir nun mal erwachsen sind. So, und Kinder denken sich da nichts dabei. Und was das Thema ältere Leute betrifft, auf der einen Seite kann man sagen, ja, es ist respektlos der älteren Leute gegenüber, aber auf der anderen Seite, wenn man sich so überlegt, wie sind diese älteren Leute entstanden oder wie sind die Kinder der älteren Leute entstanden? Bestimmt nicht dadurch, dass der Storch irgendwie vorbeigeflogen kam und irgendwie ein Päckchen dagelassen hat, ja? Also, wer denkt, dass die älteren Opas und Omas irgendwie nur, ja, Licht aus, Fenster zu und lass uns mal ganz kurz 30 Sekunden Spaß haben, damit ein Kind entsteht. Also, wer sowas denkt, der ist leider ein bisschen, ja, fehl am Platz hier in dieser Gesellschaft, weil definitiv nein. Gerade damals in den 60ern, 70ern haben sich die Leute so krass ausgelebt, dass man sich heute denken würde, krass, ey. Richtig krass. Das ist meine Meinung zu dem Punkt. Wie seht ihr das Ganze? Sagt ihr, ja, ich fänd's auch lustig oder so. Fänd's ganz, ja, nett. Muss aber nicht sein. Oder sagt ihr, nee, ich find's total respektlos. Ich fänd's mega peinlich. Ich würde einfach nur den Kopf schütteln. Bei diesem Thema seid wie immer ihr gefragt und ja, schreibt mir eure ehrliche Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ist ja klar. Lasst im Video gerne eine positive Bewertung da, insofern euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, schreibt mal in die Kommentare Hashtag Meinung. Dann weiß ich, dass ihr bis zum Ende geschaut habt, dann würde ich sagen, spielt ihr erstmal raus, macht's gut, macht's besser, haut rein, aber nicht zu fest, sonst kommt eine Anzeige. Bis dann, ciao und Servus.